Hallo meine Freunde, ja, die Ghost Experience, der Immersive Mode, ist endlich in Ghost Recon Breakpoint angekommen. Das ganze Ding an sich ist sehr selbsterklärend, deshalb werde ich da jetzt so gut wie gar nicht mehr drauf eingehen. Nur eine Sache, ihr könnt das Ding sowohl für neue Charaktere als auch für bereits vorhandene Charaktere aktivieren. Und ja, ansonsten gehen wir jetzt einfach auf meine Einstellungen und meine Art, die Ghost Experience bzw. mit der Ghost Experience zu spielen ein. So, zum einen möchte ich euch trotzdem noch ganz kurz einfach nur die Tooltips zeigen, denn dadurch wird eigentlich schon alles sehr, sehr gut erklärt, was was ist, welche Auswirkungen es hat. Und wenn ihr das lesen möchtet, könnt ihr ja dann an der entsprechenden Stelle immer mal kurz auf Pause drücken. Und ja, da noch groß was zu sagen, es sind eigentlich nur Presets, also ja Voreinstellungen, die man dann jeweils auch noch selbst weiter anpassen kann. Das zeige ich euch gleich, denn das müssen wir auch tun, um meine eigenen Einstellungen, ja, zu sehen. So, hier gibt es noch einmal weitere Informationen, was ist. Hier mit Ausstattungsstufe aus, also Ghost Experience an und einmal mit Ausstattungsstufe an. Dann stelle ich mal die Parameter einfach erstmal alles zurück. Stelle das hier auf die höchsten Werte. Extreme Schwierigkeit, taktische Schwierigkeit, Interface minimal, reduzierte Dienste im Biwak und Soziales und Entdeckermodus nicht geführt. Den gab es ja vorher auch schon. So, wir gehen dann hin. Wie gesagt, Schwierigkeit extrem. Die taktische Schwierigkeit auf Elite und dann anpassen. Und zwar, gut, hier sind auch wenige Verbandsmaterialien, Verletzungen, immer. Ist eigentlich alles so, wie ich es haben will. Okay, da haben wir nichts geändert dann quasi. Bei Soziales und Biwaks, das ist hier unten das. Nur Gruppe, nur ein R1, nur ein R1. Also, dass wir nur den Zugriff auf den Shop haben, wenn wir in R1 sind. Genauso nur Zugriff auf die Werkstatt. Wobei Werkstatt ist so ein blöder Begriff. Eigentlich wäre es eher eine Garage, wo man halt Fahrzeuge spawnen lassen kann. Das auch nur in R1. Und in R1 möchte ich auch keine fremden Spieler rumlaufen sehen. Jo, Munitionsverlust beim Nachladen ist klar. Und nur ein Platz für die Primärwaffe. Das ist aber ja sowieso in dem Preset enthalten. Was das Interface angeht, da habe ich einiges selbst umgestellt. Fadenkreuz aus. Treffermarkierung aus. Ausdauer aus. Waffenobjektanzeige aus. Klassentechnik aus. So, die Einsatzerinnerung, die habe ich auf dynamisch, beziehungsweise die lasse ich auf dynamisch, weil ich möchte nicht immer irgendwie in irgendwelchen Menüs rumfummeln müssen, nur wenn ich mal gerade wissen will, was ich noch gleich machen muss. Entdeckungsanzeige natürlich aus, genauso wie die Warnungen. 3D-Beutemarkierungen aus. Die ist auch gar nicht schlimm, wenn die aus sind, denn mittlerweile ist jetzt so ein... Also hier im Update ist so ein Schimmern auf den Boxen zum Beispiel erkennbar, wie das auch bei Wildlands schon war. Also man erkennt die eigentlich recht gut. Dann Beutebenachrichtigung auf Light. Da wird einfach nur ein Text angezeigt, um wie viel man eingesammelt hat. Da muss man nicht ständig ins Inventar gehen, um zu gucken, was man jetzt eingesammelt hat. Das finde ich ganz praktisch. Ich meine, so, wenn man in echt was aufsammelt, dann weiß man ja auch, was man aufgesammelt hat. EP-Modul aus, brauche ich sowieso nicht mehr, weil ich sowieso Max-Level bin, also brauche ich das persönlich nicht. Und vor allem, wenn man das anhat, dann sieht man auch immer, wann ein Gegner tot ist. Wenn man zum Beispiel irgendwie blind eine Granate in den Raum wirft und man sieht, die Erfahrungspunkte gehen hoch, dann weiß man, okay, gut, man hat auf jeden Fall einen getötet. Deshalb EP-Modul aus. Hat Markierung der Gegner natürlich aus, Verbündete ebenfalls, Teammitglieder allerdings an, denn wenn ich mal im Koop spiele, wir haben uns sehr oft verloren, daher habe ich das gerne an. Einsatzzielmarkierungen auch an, denn in vielen Missionen weiß man einfach nicht wirklich, was man überhaupt jetzt holen soll. Da heißt manchmal, sprich mit der und der Person und du weißt gar nicht, wer die Person ist. Deshalb an. Hat Markierung Kommunikation an, einfach für Pings, weil man im echten Leben kann man zeigen, im Spiel gibt es halt nur den Ping.
Alarmsymbole natürlich aus. Hatmarkierung von den für die Orte ebenfalls aus. Die Minikarte, eine kleine Änderung, die habe ich auf immer und auf light wegen dem Kompass, weil ich habe gerne den Kompass. Das habe ich allerdings nur im Moment so. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, warum ich aktuell so spiele mit dem Kompass und so weiter, ich habe ein Video extra zu diesem Minimap-Kompass hochgeladen. Das könnt ihr euch gerne ansehen, oben über das i oder auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann hier natürlich bei den Karten, beim Kartengedöns alles aus und auch die unentdeckten Orte aus, weil sonst klapper ich kenne mich selbst, ich klapper sonst wieder nur irgendwelche Fragezeichen die ganze Zeit ab. Koop-Modul kann anbleiben, eigentlich, das ist euch selbst überlassen, ich habe es manchmal aus, manchmal an. Ja, Benachrichtigungen an, einfach nur um zu wissen, wann eine Mission zu Ende ist. Den Standort nie anzeigen. Die Steuerungshinweise zu Fuß auf dynamisch, also an. Und zwar aus dem einfachen Grund, es gibt ja trotzdem immer noch die Waffenkisten in Ghost Recon Breakpoint, auch wenn man ohne das Gear-System spielt und dieses Level-System. Und bei einigen Kisten steht dabei, wenn eine Waffe drin ist, also man sieht da tauschen und dann sind die beiden Waffen werden angezeigt, also in welche Waffe man tauscht, aber halt nicht bei allen Kisten. Bei den anderen Kisten, bei denen es nicht steht, steht nur öffnen und tauschen, aber nicht was drin ist. Und da ich vermeiden will, dauernd aus Versehen meine Waffe zu wechseln, habe ich das auf dynamisch, denn wenn da steht öffnen und tauschen, dann brauche ich die Kisten nicht aufzumachen. So, dann Steuerungshinweise für Fahrzeuge, die brauche ich nicht, die kenne ich auswendig. Interface, das ist hier oben die Anzeige, aus. Spieler beitreten und so weiter auch aus. PvP, alles an natürlich, weil sonst hätte man echt ein paar Nachteile im PvP. Und hier Chat, das könnt ihr euch ja einstellen, wie ihr wollt. Ne? Gut, ansonsten gibt's noch hier die Kameraentfernung, habe ich selbst auf dynamisch. Ich habe auch eine Zeit lang mit weiter weg gespielt, aber ich mag es ganz gerne, wenn die Kamera je nach Situation mal nah, mal fern ist. Ansonsten hier Kamera zurücksetzen beim Verlassen aus der Deckung habe ich aus, weil mich das extrem irritiert hat. Die Fallschirmkamera-Ausrichtung, also automatisch die Kamera zentrieren, das mag ich auch nicht. Und Bildschirm ruckeln, ja, so ein bisschen Screenshake, kann ruhig dazu. Das war es dann tatsächlich schon. Das Auswahlfenster, wenn ihr einen neuen Charakter erstellt, sieht ein kleines bisschen anders aus. Da kommt zuerst ein kleiner Trailer nochmal zur Ghost Experience. The Ghost Experience. Und dann habt ihr einfach hier so links und rechts. Und wenn ihr hinhört, spielt eine andere Musik bei beiden. Also das ist eigentlich alles. Und dann kommt ihr, wenn ihr dann draufklickt, kommt ihr in das gleiche Menü, wo wir eben auch waren. Hier. Und dann könnt ihr am Ende auf Start drücken und dann könnt ihr euren Charakter erstellen und so weiter. Okay. Bald kommen wieder viel mehr Ghost Recon Breakpoint Videos, weil ich alle Missionen vor allem jetzt nochmal mit dem Immersive Mode, mit der Ghost Experience hier spielen möchte. Und ja, mit einem neuen Charakter halt nochmal anfangen. Und das werde ich natürlich auf YouTube raushauen. Und ansonsten habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten geplant, wo ich noch nicht genau weiß, wie es geht. Deshalb muss ich noch ein bisschen lernen, so was Videoschnitt und so angeht. Und ja, dann lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen möchtet. Und ja, ein Like ist sowieso immer gern gesehen und ein Kommentar. Denn der YouTube-Algorithmus ist eine kleine Bitch, was Video-Interaktionen angeht. Ja, gut, dann möchte ich euch gar nicht weiter aufhalten. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.